Wir haben das schicksalhafte Glück oder nicht Glück, in einer sehr, sehr bewegten Zeit zu leben. Das Alte stirbt. Also wir wissen, es wird nicht mehr tragfähig bleiben. Das Neue ist aber noch nicht geboren. Das heißt, gibt uns noch nicht genug Angriffsfläche im Sinne von wirklich greifen, es packen können. Ich träume ein bisschen von einer Welt, in der der Umgang mit den Dingen vielleicht eine ganz andere Form hat. Vielleicht eine Form, die ich noch gar nicht weiß. Wie können wir die kleinen Inseln verbinden, wo heute schon Utopien real sind? Das ernst meinen mit dem Nachdenken, mit dem radikalen Nachdenken über ein anderes Morgen, dann müssen wir uns verständlich machen. Wie kommen wir kollektiv aus dieser Phase der Visionslosigkeit? Manche würden sagen, ja, der Wachstum ist doch Treiber genug. Aber ich glaube, dass wir eher sehen sollten, wie wir als Gesellschaft glücklicher werden und zufriedener werden. Und das sollte eigentlich unser Treiber sein, um gute Ideen zu verfolgen. Das Erleben und Mitmachen ist eigentlich etwas, was es viel leichter macht, Veränderungen auch zu sehen und umzusetzen. Dafür lohnt es sich, miteinander darüber zu diskutieren und es auch durchaus auszuhandeln, wie wir auch in Zukunft miteinander leben wollen in einer offenen Gesellschaft. Die Veränderung nicht auf den Weg, wenn man selber eine Überzeugung hat und als einziges Problem sieht, wie bringe ich diese Überzeugung an andere heran? Wir müssen offen bleiben für die Teilhabe und Teilnahme anderer an diesem Denkprozess. Wenn uns das nicht gelingt, dann werden wir am Ende vielleicht eine schöne Utopie entwerfen, aber es macht keiner mit.